Cornelia, du erinnerst dich an meinen Sohn? Und das sind seine Freunde. Komm, Vogelscheuche. Ich komme nach. Sie soll ihm selbst sagen, dass sie verheiratet ist. Jetzt passt gut auf, ihr Lieben, denn was ich euch jetzt zeige, seht ihr nur einmal. Zum ersten Mal. Wow. Du sagst es. Ich bin jeden Tag von den Socken darüber, dass ich hier arbeite. Es macht mich so glücklich, dass mein Sohn dieselben beruflichen Erfahrungen machen wird, sobald er mit der Schule fertig ist. Hier auf der Aquafarm-Etage züchten wir über eine Million Unterwasserspezies von essbarer Magie. Also Kinder, wie kann ich euch helfen? Fragt, was ihr wollt. Ich bin ein offenes Buch. Was können Sie mir über die Perle von Pingaree sagen? Komm schon, Dad. Ich dachte, du kannst ihr helfen. Du weißt doch alles über alles, was unter Wasser wächst. Über Perlen weiß ich einiges, ja. Was ist mit Glindas Perle von Pingaree? Die Perlen von Pingaree gehören dem Volk und getragen werden sie von denen, die uns beschützen. Gegenwärtig ist es Glinda. Aber vor ihr hat es andere gegeben. Hey, ich wette, ihr Kinder habt noch nie das Sternbild des Seesterns gesehen. Wer würde sie von ihr stehlen wollen? Jemand, der nach der Herrschaft über die Smaragdstadt greift. Könnten Sie ein bisschen deutlicher werden? Die Drachen, die Spinnen, die Growlivox und Hammerköpfe, unsichtbare Bären, Phantome, Heuler, Lumpen, Jammerlappen, gewisse Hexen. Sie alle wollen sie. Und der einzige Grund dafür, dass diese bösen Kreaturen sie nicht kriegen, ist, dass Glindas Macht unübertroffen ist. Dorothy glaubt, dass Glinda entführt wurde. Erzähl ihm von der Projektion. Bevor sie entführt wurde? Von wem entführt wurde? Das wissen wir noch nicht. Genau das versuche ich herauszufinden. Aber Glinda wusste, dass sie es auf die Perle abgesehen hatten. Sie hat sie von Vogelscheuche verstecken lassen, aber er weiß leider nicht mehr wo. Gut, dann ist sie in Sicherheit, bis Glinda gefunden wird. Wieso? Was kann sie denn? Tut mir leid, mir fehlt gerade ein, der C4-Kelb braucht Pflege. Warten Sie! Was kann die Perle von Pingaree denn? Wenn ich das weiß, hilft es mir vielleicht, Glinda zu finden. Wenn du ehrlich bist, zeigt sie dir die Wahrheit, die du sehen willst. Wenn du boshaft bist. Wenn du boshaft bist? Vergewissere dich einfach immer erst, wie tief das Wasser ist, bevor du reinspringst.